Was ist eigentlich der Summensplit? Nun, dabei handelt es sich um eine Umformungstechnik, die sehr häufig beim Beweisen von Summenformen durch vollständige Induktion angewendet werden kann. Zunächst einmal zur Wiederholung, was ist das Summenzeichen? Bei dem Summenzeichen haben wir eine Bildungsfunktion, in die eine Laufvariable k mit einem bestimmten Startwert eingesetzt wird. Dieser wird in jedem Schritt um 1 erhöht. Die Werte f von 1, f von 2, f von 3 und so weiter werden addiert, bis wir eben an einem Endwert n angekommen sind. Soll also heißen, wenn wir das jetzt hier einmal ausschreiben würden, dann würde da herauskommen f von 1 plus f von 2 plus und immer so weiter plus f von n, bis wir eben am Endwert angekommen sind. Bei vollständigen Induktionsbeweisen haben wir aber meistens eine andere Konstellation und auf die wird dann auch der Summensplit angewendet. Dort läuft die Summe dann nämlich nicht bis n, sondern bis n plus 1 beispielsweise. Für unsere ausgeschriebene Form der Summendarstellung auf der rechten Seite kommt dann aber noch ein weiterer Summand hinzu, nämlich f von n plus 1. So, da wir das ja jetzt hier alles sehr allgemein gehalten haben, brauchen wir eigentlich jetzt gar nichts großartig umschreiben, sondern wir markieren uns diesen Ausdruck und sehen dann, aha, das war doch der Ausdruck, den wir vorher stehen hatten, als wir die Summe nur bis n haben laufen lassen. Das heißt, wir können diesen Ausdruck ja durch die Summe über f von k gleich 1 bis n ausdrücken. Das heißt, wenn wir das zusammenführen, dann entspricht das einfach nur der Summe über f von k gleich 1 bis n plus f von n plus 1. Das hier vorne, das ist dann jetzt natürlich an der Stelle erstmal nicht mehr richtig, weil uns fehlt ja dieses f von n plus 1. Wenn wir das Ganze jetzt aber hier einmal direkt hinter die Summe schreiben, dann stimmt unsere Aussage wieder. Machen wir uns das Ganze mal anhand eines einfachen Beispiels klar. Ich habe jetzt hier die Laufvariable k bewusst mal farblich markiert, um eben zu zeigen, dass wir jetzt dann nachher dieses n plus 1, wenn wir den Summensplit durchführen, direkt dort auch einsetzen, und zwar in jedes Vorkommen von k. Wir können diese Summe jetzt also aufsplitten, indem wir zunächst einmal den ersten Ausdruck hinschreiben, also die Summe über 3k Quadrat von k gleich 1 bis wichtig n, nicht n plus 1, wir wollen ja den Split durchführen. Und da addieren wir jetzt f von n plus 1 drauf. Das schreibe ich jetzt erstmal so allgemein hin. Was ist f von n plus 1? Naja, unsere Bildungsfunktion f von k ist ja 3k Quadrat. Wir setzen also in jedes Vorkommen von k n plus 1 ein. Das bedeutet, der Summand, der jetzt noch hinten dran kommt, ist 3 mal in Klammern n plus 1 hoch 2. Du siehst, ich habe für das Vorkommen von k n plus 1 eingesetzt. So, und das ist schon der Summensplit. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren oder auf meiner Fragenplattform informatikstudium.net posten. Bis zum nächsten Video.